Moin Leute, der Kerem von Gorilla und heute ist die liebe Fiona dabei. Hallo. Und wir werden euch zeigen, wie ihr auf dem Board erstmal richtig draufsteht, mit welchem Fuß ihr überhaupt vorne steht, wie ihr auf das Board richtig aufsteigt und anpusht. Als allererstes müssen wir erstmal herausfinden, wie rum fahrt ihr überhaupt? Es gibt nämlich Regular und Goofy. Regular ist, ihr fahrt mit dem linken Fuß vorne und Goofy ist mit dem rechten Fuß vorne. Wie ihr das herauskriegt, ist folgendermaßen. Die Person, mit der ihr es herausbekommen wollt, nehmt ihr und dreht erstmal ein paar Runden im Kreis. So. Und wenn die Person sich ein paar Mal gedreht hat, wieder stehen bleiben und dann gibt ihr einen kleinen Schubs. Und mit dem Fuß, mit dem er oder sie nach vorne geht, das ist wahrscheinlich der Fuß, der auch vorne auf dem Board steht. Das heißt, in Fionas Fall wäre das Goofy. Ich fahre auch Goofy. So, jetzt haben wir herausgefunden, mit welchem Fuß ihr vorne fahrt. In unserem Fall ist es ja Goofy. Bedeutet, der rechte Fuß steht über der vorderen Achse. Und zwar so, dass ihr die vorderen zwei Schrauben sehen könnt. Mit dem linken Fuß schubst ihr an und achtet wirklich darauf, dass die Schultern über eurem vorderen Fuß sind. Der hintere geht dann hinten drauf, wo die hintere Achse ist. Und der vordere Fuß dreht sich auch so wie der hintere, dass wirklich beide Füße parallel auf beiden Achsen stehen, weil damit habt ihr wirklich ein sicheres Standing. Aber bevor ihr aufs Board wirklich steigt, was rollt, können wir erstmal eine Trockenübung machen. Fiona wird euch zeigen, wie das funktioniert. Wir stellen erstmal das Board andersrum auf den Boden und der vordere Fuß geht hinter die vordere Achse. Dann übt ihr erstmal anzuschubsen, bekommt ein Gefühl dafür und danach geht ihr mit dem hinteren Fuß aufs Tail. Und der vordere Fuß dreht sich dann wie der hintere parallel dazu. Genau. Und dann könnt ihr auch mit dem Wippen erstmal schauen, wie sich das anfühlt, um ein Feeling dafür zu bekommen. So, wir stellen das Board wieder auf den Boden. Der vordere Fuß ist so weit vorne, dass wir noch die vorderen zwei Schrauben sehen können. Sie schubst dann mit dem hinteren Fuß an, geht hinten drauf und der vordere Fuß dreht sich parallel zum hinteren. Und dann seid ihr schon am Start. Dann haben wir ein paar Sachen, die ihr wirklich vermeiden solltet. Es gibt einige, die fahren dann zum Beispiel Goofy, wie eben gerade im Beispiel. Aber statt mit dem rechten Fuß drauf zu gehen, gehen sie mit dem linken hinten drauf und pushen mit dem vorderen an und fahren dann so davon. Das solltet ihr nicht machen. Weil dann könnt ihr nicht genug Schwung kriegen, um eure Tricks zu machen. Das heißt, mit dem vorderen Fuß immer zuerst drauf und dann mit dem hinteren. Dann gibt es auch einige, die beim Anfahren Fehler machen. Die gehen dann zu weit nach vorne. Die lassen nicht den Platz für die zwei Schrauben vorne. Die gehen zu weit nach vorne. Und dann passiert Folgendes. Dann ist es natürlich schwierig anzufahren. Und dann gibt es noch drei Versionen, die am besten total vermeidet, auf eurem Board zu stehen. Und die sehen dann so aus. So. So. Und so. So, und ja, das wäre es dann erstmal gewesen. Ah, warte, eins gibt noch. Ihr solltet niemals beim Anpushen so stehen bleiben. Ihr müsst dann immer den Fuß so nehmen, sonst könnt ihr nicht lenken. Ah, okay. Alright. Das war eine sehr gute Info. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie ihr richtig auf dem Board steht, mit welchem Fuß ihr überhaupt vorne steht und anfahrt. Deswegen viel Spaß und verletzt euch nicht.